Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW 123. So, wie ihr seht, bin ich noch am Essen. Hat sich nicht viel getan. Wir wollen uns den Oberanführer schnappen. Dafür polen wir alle drei. Ja, das war nicht so Teil der Idee. Das ist, wenn wir uns den da. Das habe ich auch noch nicht, so nicht gehabt. Nein, Abaddon ist tot. Natürlich der am meisten geschwächt ist. Oh. Wieso habe ich den denn gepult? Ich glaube, der war in der Höhle. Auch nicht schlecht. Ja, erlebt man immer mal wieder was Neues. Ne, da ist er. Nein, nein, was tust du? Rache. Oh Mann, oh Mann. Krieg mal noch einen Herzkoller hier. Denkst an nichts Böses. Und der denkt dann, oh, hol ihn nur als den. Puh. So, auf ein neues. Ich hoffe, das funktioniert. Wo ist denn unser Junge? Auch immer der so komisch bestimmt in einem komischen Abhang hier. Das kriegt das nicht gelevelt. Naja, gibt schon mal was. Aber gut getroffen gerade. So, holst du denn noch den? Sieht jetzt ganz gut aus für uns. Ja, ich glaube, wir haben Glück. Jawohl. Puh, würde ich sagen, machen wir sowas im Kopf. Der hat, oh ja, ganz gut. Schön, dann warten wir noch, bis wir ein bisschen getrunken haben und dann holen wir uns den Oberanführer, geben die Quest ab, gucken weiter. Weil da gab es irgendwas Tolles für, habe ich gesehen. Schmuck, naja, aber der Rücken, den holen wir uns auf jeden Fall. Wie sieht meine Begleiter aus? Okay. Naja gut, warum auch immer. Die auf einmal hier denken, ach, gehst du mal da hoch. Jetzt müssen sie mal tun, was sie tun wollen. Sehr seltsam. Haben noch nicht mal irgendwas Tolles dabei für uns.
Wir gehen aber lieber rein. Du hast gesehen, wir wurden gespalten, weil wir direkt vor dem Typen standen. Diese Spalten ist immer ganz böse für Milis. Ja, für uns ist es jetzt auch nicht so prickelnd. Aber wenn dich ein Boss trifft beim Spalten, dann bist du teilweise ein Kopf kürzer. Weil die hauen richtig gut zu. Kann es dann manchmal auch sein, dass du ein One-Hit bist. Oder wenn die Bärchen denken, gebe ich mal dem Heiler Anregen. Weil für Anregen muss man hier noch aus der Bärenform raus. Was, wie ihr sicher wisst, nicht so angenehm ist. Vor allem, wenn man dann tot ist als Tank. Wenn man dann keinen zweiten Tank oder so dabei hat. Oder irgendwas, was eventuell tanken könnte und ein B-Retz hat. Kriegt man da nichts mehr hin. Weil in World, also hier in PC, können die Droiden zwar B-Retz, aber die können dich nochmal wiederbeleben. Da war ich auch erstmal platt. Ich glaube, das können die erst mit WOTLK wiederbeleben. Weil vorher ging das nicht. Hatten die nur den B-Retz mit der komischen Nuss. Das heißt, wenn du Pech hattest und nur einen Droiden da hattest, der gerade zufällig der Tank war und gedacht hat, dann gebe ich den Heiler mal an, Regen, Umfeld, kannst du dich quasi hinlegen. Und selbst als Schurke, wenn du verschwunden bist, überlebt hast als einziger, konntest du keinen wiederbeleben. Wenn du Ingenieur warst, könntest du Glück haben mit dem komischen Überbrückungskabel. Ein Wiederbeleben oder, wenn du Pech hast, dich selber noch purzeln und sterben. Ja, viele Varianten habe ich schon erlebt. Ich auch als einziger Schurke habe überlebt. Versuche dann jemanden wiederzubeleben. Mit meinem tollen Überbrückungskabel. Uiuiui, krieg ein Gewicht. Naja, und dann war es das auch mit mir. Tja, da waren wir alle tot und durften alle laufen. Eigentlich wie der Hexenmeister, der den Seelenstein auf Silber setzt. Dann als Einziger überlebt und dann aus Versehen doch alles pullt. Und trotzdem stirbt. So, wir haben einen neuen Umhang. Yeah, baby. Das gefällt mir sehr gut sogar. Danke sehr. Danke sehr. So. 80% vom Level haben wir. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz nach Shadrat. Und gucken mal beim Lederlehrer. Ich hoffe, den gibt es in Shadrat, aber ich meine ja. Ich meine ja. Gucken wir gerade da oben rein. Oder da hinten oder da. Ich meine, irgendwo steht der Lehrer. Oder können wir eine Wache fragen? Geht das hier auch? Nein. Das gibt es noch nicht. Ich glaube da oben. Ne, da oben ist nichts. Da oben ist nur T4 und T6. 5. Wählenbedarf. Stabverkäufer. Das ist echt das, was ich haben will. Juve.
Grüße, aber ich suche anderes, Freundin. Naja, was soll's. Gehen wir unten mal gucken. Wenn wir da mehr Glück haben. Gab es denn nicht hier überall Lehrer? Oder vertue ich mich? Was sein kann? Mittlerweile gibt es ja da Lehrer. Dirty Larry. Dirty Larry, ich glaube, gibt es auch eine Quest, wo wir den hauen müssen oder so. Wegen Kohle. Weil der irgendwem Geld schuldet. Das war auch eine Gruppenquest. So. Das ist der Bankier. Können wir trotzdem mal reingehen. Gucken wir mal nach dem Rechten. Irgendwas Tolles haben für uns. Nein, nein. Das ist nein. Eigentlich auch nur Müll. Nur Müll. Gucken, auf Hilde. Ja, dann sind wir schon da drin. Sehr schön. Nochmal danke an dieser Stelle. Ist auch nichts Tolles für uns. Lederverarbeitung. Wir können nichts rausnehmen. Gut, ich würde auch nicht jedem das Konto überlassen. Kann ich schon etwas mitnehmen? Nein, da noch nichts. Da auch noch nichts. Da noch nichts von uns. Gucken wir mal hier unten. Ich weiß, irgendwo war ein Lehrer. Ups. Oh, jetzt kochen. Hier sind der Drachens. Beziehungsweise doch netter Drachen. Netter Drachen. Glaube ich, Indie-Sachen und so. Ja. Machen wir auch nicht. Hier gibt es die Dailies. Kurze Schattrundtour. Hier gibt es die Quest für das Kinderheim. Püppchen, obwohl die Püppchen gab es eigentlich damals nicht. Meine ich zumindest. Leder. Ah, ich wusste es doch. Sehr gut. Und der dahinter müsste auch ein Rezept haben. 3,25. Fehlt noch ein bisschen. Und. Oh yeah. Verdammt. Schöner Mist. Das ist doch mal eine coole Hose. Und wir hätten dann einen, ja gut, Dreierbonus. Allerdings sehe ich gerade, dass das, haben wir die? Nein. Du, was ist Leder? Moment. Ah.
Hier kriegen wir die erst mit 320. Okay. Verdammt. Dann haben wir nämlich, darum steht auch nichts von wegen Bonus, dass ich schon was anhab. Lederratter, ja gut. Theoretisch würde ich sagen, aber dann hätten wir ja noch weniger Platz, dann hätten wir ja nur zwei Taschen, ja. Da lassen wir das so. Aber der, nee, das Munitionsbeutel, der Köcher hier. Der ist nicht schlecht. Unsere hat 12 und der hätte noch mal zwei extra, drei extra. Narakoa-Federn ist eigentlich so ein Problem, weil man die auch vor Ruf braucht. Da würde ich sagen, nehme ich die lieber vor Ruf, bis ich die irgendwann nicht mehr brauche und dann könnte man die ja nutzen. Weil, naja, ich glaube, unteres Viertel. Und man kann die auch gut verkaufen, von daher ist das so eine Sache, was man wirklich will. Sind da. Da kriegen wir erst die Brust dafür, okay. Aber 72 AP, das ist schon heavy. Ja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Dann haben wir da. Hula-Puppe. Zauberkunst. Gemischt waren. Warum auch nicht? Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Und was wir auch bald haben, holen können. Könnten wir theoretisch schon, aber sind halt hier die PvP-Sachen. Allerdings haben die schon weniger Distanzkraft. Allerdings können wir da einen Metersockel einbauen und einen Stein. Aber wieder Vor- und Nachteil alles. Weil die PvP-Sachen kann man ohne Ruf kaufen. Also das ist rufunabhängig. Das finde ich ganz cool. Also sonst brauchst du ja für eigentlich alles Ruf. Aber ich glaube, die haben das hier auf dem Server so eingestellt. Ich glaube, damals muss man freundlich sein für die PvP-Sachen. Aber das entfällt hier wohl. PvP ist auch eine recht langwierige Sache hier. Für alles Mögliche super viel Ruf brauchst, Ehre brauchst und diese Abzeichen, die pro gewonnenem 3 geben und pro verlorenem 1. Damals habe ich immer gesagt, wenn man 40 braucht, muss man auch 40 mal Auge des Sturms. Weil gefühlmäßig hat die Allianz immer verloren. Aber ich weiß, heute mittlerweile ist es ja anders. Hat man manchmal gute Gruppen, wo man gewinnt und manchmal nicht so gute Gruppen, wo man dann verliert. Das ist mittlerweile eher ausgewogen. Vor allem, was ich damals schwierig fand, für den legendären Rücken, die ganzen PvP, ja gut, die ganzen, ich glaube, zwei oder drei PvP-Dinger. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich in diesen Kack-PvP-Dingern war. Bis ich dann endlich mal das geschafft hatte. So. Dann die Rest. Da bleiben wir erstmal hier. Können wir schon mal zum Flugmeister gehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf Wiedersehen und tschüss.